Dann lege ich aber auch erstmal wieder eine Minute rum, das ist auch unpraktisch. Das stimmt natürlich auch, ja. Und sterben ist nicht so leicht hier. Hilfe! Runterfallen? Geht nicht wirklich hier, ich bin auf sehr planener Ebene. Ich bin ja unter dem Damm. Ich war ja nicht auf dem Damm, ich bin unterm Damm. Ach so. Am Teich. Steig ein. Phil. Okay. Steig. Ich brauche einen guten Schützen. Ich bin ein Fahrer und du bist ein Schütze. Verdamm mich doch. Ich dachte, wir kommen hier durch. Ja. Ah, scheiße, wir fahren auch falsch rum. Nö, wir fahren richtig rum. Hörst du sowieso nach da oben. Warte. Wir haben es gleich. Jetzt da. Tot. Bin gleich da. Hoffe ich. Hey! Die Schranke hat mein Auto durchbohrt. Ich weiß zwar nicht, wie das möglich ist. Oh, krass. Aber es sieht witzig aus. Weil mein Auto kein Loch hat an der Stelle. Ich bin tot. Fell, wenn du mal schisseln kannst. Ja. Ah, wolltest du doch kein der Reichweite sein. Das wäre perfekt. Aber pass kurz auf. Ich stehe nämlich direkt scheiße, die Gegner. So, gechist. Alter, fuck. Lass es, vergiss es. Lass mich sterben. Ja. Sind wir alle tot? Ja, der kam direkt um die Ecke. Direkt aber auch. Ja, Leute, ich würde sagen, das läuft bei uns. Ja, Mann. Ja, das Problem war, ich ging einfach auch die ganze Zeit hinterher. Das heißt, ihr hattet einmal weniger vor Ort. Ja. Und ich dachte, mit Durchrushen komme ich durch, aber dann war diese scheiß Treppe blockiert. Du kommst nicht überall durch. In dem Auto. Ja, das Problem ist, das Mausoleum ist wirklich sicher. Da war ich schon ein paar Mal drin, weil ich da auch Bonusmarken und dergleichen gesammelt habe, musst du richtig vorsichtig sein. Ja, also leider. Am Mausoleum selbst, da... Ah, da hinten sieht Bowman erneut. Okay, kann mir das Video überspringen? Wahrscheinlich ja. Komm, geh rein. Ja, Escape zum Überspringen halten. Danke, wir haben das nämlich schon gesehen. Ja, ich muss das auch nochmal angucken. So, dann fährst du diesmal. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn. Los geht's. Oder wollen wir den Wagen da drüben haben? Ja, kann man machen. Mit Geschützturm. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Hallo Spiel, lad schneller, danke. Und Feldo kann den anderen haben. Wir sind ja eh zu zweit unterwegs. Oder magst du bei uns mitfahren? Fahrt. Wir haben Zeitbegrenzung. Feld nicht. Ich weiß, aber direkt hinter ihm waren ein paar Gegner. Es ist so irritierend, wenn sie so grün sind. Ja, das stimmt. Eigentlich wäre das Auto jetzt realistisch gesehen ein Totalschaden, aber gut, ja, dass es nicht ist. Einen Moment. Wie es geklappt hat, läuft bei uns. Wir haben 9 Minuten, das reicht ja easy. Sollen wir dich mitnehmen? Ja. Also von ABS hat der auch noch nichts gehört. Fuck, jetzt bin ich hier unten. Das hat's jetzt gebracht! Komm, ich bin gleich oben. Da bin ich. Entrare! Jo, und schaut an! Scheiße, dass es jetzt regnet. Ausgerechnet jetzt. Ach, dann kannst du besser gleiten, rutschen, driften, whatever. Das schon, aber. Für mehr Kontrolle sorgt das jetzt auch nicht unbedingt. Fick auf Kontrolle. Komm, wir kommen vorwärts.
Wow! Da ist eine Rampe! Okay. Ich hab ihn ein bisschen spät wahrgenommen. Einfach weiter. Ja, ja. Nur wegen Kontrolle und so, ne? Ich dachte, das funktioniert besser. Okay. Ja. Hä, wie bist du jetzt wieder gestorben? Er ist rausgesprungen. Ich wollte mit einem Ersatzwagen hinterherfahren, damit, falls der den Geist aufgibt, wir mit einem zweiten direkt weitermachen können. Ach so. Aber unser Wagen ist noch gut, der raucht noch nicht mal. Ja. Und hier, wo ich gerade weiß, ein Gegner direkt vor mir gespawnt, der hat mich halt umgeniet, als ich ins Auto gestiegen bin. Sitzt jetzt als Leiche im Auto. Geil. Warte eben die Zeit ab, dann respawn ich wieder bei euch, hoffe ich. Egal, ich fahr geradeaus. Wir könnten den Heli hier nehmen. Ne, bleib mal, den Wagen geht schneller. Geht echt schnell? Okay. Hoffe ja, dann. Glaube ich. Ja doch, ging schnell. Ja, mit dem Heli kommst du halt bis ins Mausoleum. Falsche Richtung, umdrehen! Nee, mit dem Heli ins Mausoleum geht nicht. Das Mausoleum hat rundherum überall Raketenabwehr. Ah, okay. Ich käme mit dem Heli ins Mausoleum. Aber auch das nur mit Glück. Weil die schießen da von so vielen Ecken gleichzeitig, da musst du drei Raketen aus drei unterschiedlichen Flugrichtungen auswählen, das krieg ich nicht hin. Achso, ja dann. Das habe ich schon mal versucht. Ich kann zwei ausweichen, die dritte trifft dann eigentlich immer. Das geschickt anstellt, kann man dann rausspringen und dann. Da nimm die Rampe dann! Welche Rampe? Hier! Worauf ich aime! Ah. Stylisch! Ja man, ästhetisch as fuck. Wir hätten auf den Panzer umswitchen können, aber das ist hier saugefährlich. Ich bin hier mit dem Panzer abgestürzt. Okay, Phil, jetzt brauche ich deine Durchschlagskraft. Achtung. Na fuck. Ich dich an jeder Ecke mit dem Auto hängen. Hier ist ein gepanzerter Bagger. Ja, aber der bringt nur bis zur ersten Stelle was. Ach so, ja dann. Glaub mir, du brauchst ein Auto, weil der Bagger ist zu breit. Wir kommen dann bis zum Ende, Achtung. Halt drauf. Wir lenken. Achtung, nächste Richtung. Moment. Ah, hier wären wir noch durchgekommen. Ne? Mhm. Da kommen wir auch durch. Ach, scheiße. Ja, falls nicht, dann ich steig schon mal auf. Nein, nein, das schaffen wir. Das haben wir vorhin auch geschafft. Ich bin gleich da für Rückendeckung. Jetzt da! Ach, scheiß auf den Wagen. Ja, ich scheiß drauf. Bin diesmal falsch rangefahren. Alter, die machen Mörserbeschuss auf mich. Felle, wenn du es schaffst, volle Karacho. Nein. Links an meinem Wagen, dann kommst Phil, du mit dem Auto vorbei. Wenn du eine Medi-Drohne stecken könntest, eben, dann wäre geil. Gleich. Phil, ich deck dich in der Zwischenzeit. So gut es geht. Tschüss! Perfekt. Jetzt brauch ich Tschüss. Wart kurz. Wart kurz, oh, geh Alter, hinten rum. Oh, geh hinten rum. Kriegt das da oben hin oder braucht ihr eine Drohne? So, jetzt. Bleib in der Nähe. Und töte ihn! Töte sie! Aber oh, scheiße, scheiße, lieber die Drohne! Lieber nicht. Oder so, oder töte sie hier, die hier bei mir sind. Es sind drei bei mir. Bam! Fickt euch, hier! Oh, oh.
Ordentlich vorsichtig und taktisch durch, ne? Ja, mit ein bisschen mehr Karacho. Jetzt das Auto nehmen. Und den Rest fahren. Okay. Du kannst es mit... Okay, versuch's mit dem Bagger. Ich kann dir nur empfehlen, such dir eine Stelle, wo du dich gut decken kannst. Und dann bleib da stehen. Wird Mörser deaktiviert? Ja. Wo kam der Drecksack her? Da hinten. Achtung. Kniet nieder vor Fehlkill! Das war eine schlechte Entscheidung. Janik? Dankeschön. Ach, fuck. Lauf! Nein! David, hier ist doch keiner. Sonst Sniper ist weg. Weg von meiner Nase ist einer, ich bin down. Ja. Deswegen solltest du nicht so weit vorraschen. Fuck. Wo? Ich werd von dem bei Phil gerade niedergehalten. Bleib mal kurz in Deckung, bis ja, es mir wieder besser geht. Warte, schauen wir mal, was die Granate bringt. Heilungsschiss! Schnell, wir haben noch 2 Minuten. Ja, ich bin schon unterwegs. Ich habe die beiden Ziele markiert. Okay. Jo, liegen beide. Ja. Hol ihn. Bitte. Okay, dann hol ich ihn. Fertig, hol dich. Ich bin schon. Achso. Ich hab schon eine Drohne geschickt. Ich brauch bald eine Munibox. Jo. Ich bin dran. Bei mir geht's tatsächlich. Ich geh auch mit rein. Natürlich, Alter, der hat mich gerade One-Hit gemacht. Sound muted. Nimm die Hände hoch, Arschloch! Los! Das würde ich. Nur habe ich zurzeit schon etwas in den Händen. Wo ist der? Ich will den großen bösen Retter. Weg damit! Natürlich. Adios, Señor Katari. Sie haben 5 Sekunden, auf die Knie zu gehen und die Arme zu verschränken, bevor ich Ihnen den Kopf wegschieße. Sollten Sie nicht an Ihr Telefon gehen, Officer Bowman? Hallo? Sir? Ja? Ja, das verstehe ich nicht. Sir, das ist nicht möglich. Ich sage Ihnen, das ist auf keinen... Bitte, ich bitte Sie darum, dass... Sir. Ja, ich verstehe. Fuck, fuck, fuck! Bowman? Fick dich! Fuck! Bowman, was ist? Bowman! Er hat Immunität. Er hat einen Deal und er... Ein Deal mit wem? Mit dem Justizministerium. Moment, heißt das etwa... Er liefert uns die Bosse von 4 anderen Kartellen und 3 Terrorgruppen, die mit Heroin dealen. Seine Konkurrenten. Wie zum Teufel ist das möglich? Wie ich euch sagte, hast du Macht, hast du auch alles andere. Nun, wenn es recht ist, Señora Bowman... Sieht aus, als wären Sie gestern mein Feind gewesen. Und heute sind Sie nur noch mein Chauffeur. Los, bringen Sie mich zu Ihren Vorgesetzten. Tut mir leid. Bowman, nein!
Der Traum ist tot. Wenn Sie dies sehen, heißt das, ich habe El Sueño exekutiert. Ich bin sicher, die Leute denken, ich sei durchgedreht. Ich hätte impulsiv gehandelt. Scheiß auf sie, sie liegen falsch. Ich wusste ganz genau, was ich tue. Dieses Stück Scheiße, dieses Monster hat meinen Freund gefoltert, getötet, meinen Partner enthauptet, Tausende massakriert. Und der soll frei rumlaufen. Tut mir leid, aber nicht mit mir. Mit seinem Wissen über Ricky Sandoval wäre er unaufhaltsam gewesen. Quizfrage. Was passiert, wenn man einem Drogenboss Immunität gewährt? Bingo, er wird zum Diktator. Ein Drogenboss auszuschalten ist eine Sache. Aber ein Diktator? Dafür braucht man etwas mehr als vier Leute. Mein Leben, meine Karriere, meine Zukunft ist nicht mehr wert als die Bevölkerung Südamerikas. Offensichtlich sieht das nicht jeder so. Weshalb ich jetzt wohl in einem Bundesgefängnis sitze. Und wegen Mordes möglicherweise lebenslänglich gesiebte Luft atme. Mittlerweile hat sich die CIA dazu vermutlich wie folgt geäußert. Die für den Fall zuständige Beamtin steht nicht mehr in Diensten dieser Agentur und hat gegen den Befehl ihrer Vorgesetzten gehandelt. Ihr Vorgehen hat den Nachrichtendiensten hier und im Ausland großen Schaden zugefügt. Und wissen Sie was? Sie haben recht. Ich hätte dasselbe getan. Schwamm drüber. Ich hoffe nur, Sie bleiben in Bolivien. Ohne Pacatari werden sich die Rebellen gegenseitig zerfleischen. Die Unidad macht einen Deal mit der nächstbesten Verbrecherorganisation. Und die Reste Santa Blancas spalten sich zu neuen Minikartellen auf. Mit Scheißnamen wie Nueva Frontera Cartel, Barrio Familia und Los Hijos del Sueño. Alle bringen sich weiter gegenseitig für Coca um. Wenn Gott gewusst hätte, wie zerstörerisch diese Pflanze sein würde, hätte sie sie trotzdem erschaffen? Oder hat sie es genau deswegen getan? Keine Ahnung. Aber ich muss diese Frage auch nicht mehr beantworten. Ich beende also mit den letzten Worten von Augustus, dem Gründer und ersten Kaiser des Römischen Reichs. Habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall. Bowman Ende. Sound resumed. So, wie es ausschaut, haben wir das Ende erreicht. Bei mir ist noch Video. Ach so. Weil ich ja erst erschreckt reinkam. Go. Hallo Abspann. Hallo Abspann, ja. Ey, das war ein Ende. Erstmal. Ja, ich schau mir das gerade erst richtig an. Ja, ganz ehrlich, wenn du eine Schnelltaste zum Muten hast, dann mute. Weil so mache ich das immer. Solltest du jetzt in Ruhe gönnen, weil wir beide werden jetzt gleich wahrscheinlich darüber philosophieren. Warte. Nee, warte. Ja, er hat's geschafft. Ja, also. What the fuck, also, das war ja ein Twist. Ey, ja. Roman, tut mir leid. Finde ich eigentlich cool von ihr. Ich hab schon gedacht, es kann jetzt nicht sein, dass sie den Svenjo nicht umbringt. Bam, knallt sie ihn ab. Aber dass er sich tatsächlich noch Immunität gekauft hat. Ich meine, eiskalt. Oh, das ist so ein Hund. Eiskalt, wie er ist. Mit dem musstest du irgendwie mit allem rechnen. Aber ich finde, letztendlich, Bowman hat's Richtige getan, auch wenn sie dafür jetzt im Knast sitzt. Und leider ist das Problem halt bei so Drogenkartellen immer, du tötest einen und dann kommen 10 weitere. Mhm. Aber das die sind alle leider nicht mehr so groß wie der eine vorher. Das stimmt natürlich, aber es ist immer dieses grundsätzliche Problem. Ja. Und sie haben es ja im Endvideo haben sie es ja auch beschrieben. Mit dem, dass dann die Unidad sich der nächsten Organisation anschließt und so weiter und so fort. Und da spielt natürlich Korruption dann auch noch eine große Rolle. Wenn du in so einem Land mit so viel Korruption unterwegs bist, dann ist es leider so. Ja, da kann man jetzt nicht viel machen, es ist derzeit eben. Ja, so sollen wir den kompletten Abspann durchquatschen, letzten Abspann gleich Abspann. Ja, ich beschleunige den Abspann mal ein bisschen. Ha! Er läuft jetzt schneller.
Ja, solange wie du drückst, läuft er schnell. Wenn du aufhörst, irgendwann zu drücken, dann läuft der Blame wieder langsamer. Also, der entschleunigt sich wieder. Das ist schon. Ja? Ja, ich weiß nicht, wie lange der Abspann geht, aber in so einem Spiel wird natürlich mehr Leute mit als in so einem Film. Brauchst du einfach auch mehr Leute. Ja, auf jeden Fall. Also. Deswegen kann der Abspann schon ein bisschen dauern. Bei Mirror's Edge hatte ich dann auch den gesamten Abspann drin. Damals, beim ersten Mirror's Edge. Bis jetzt habe ich es immer geschafft, mit dem Monolog am Ende, wo ich nochmal das Spiel Revue passieren lasse, immer länger zu brauchen, als der Abspann ist. Immer. Nee, ein Abspann, der hat mich gekillt. Da hat der Abspann tatsächlich länger gedauert. Und das war der von Banner Saga. Weil die ganzen einzelnen Leute, die alle über Kickstarter eine Summe gespendet haben, mit aufgezählt worden sind. Ja gut, das und dann natürlich schon. Und die Kickstarter-Personen, das waren so verkackt viele, das hat mich gekillt. Die konnte ich nicht mehr quatschen. Ich glaube, der Abspann alleine hat auch irgendwie 30 bis 40 Minuten gedauert. So. Ja, dann kann das schon passieren. Gut, Phil, wir haben über das Ende geredet und über Abspänne. Wie fandest du das Ende? Ich fand das Ende. Ich muss sagen, ich hätte Bowman. Ich kann Bowman nachvollziehen, allerdings muss ich sagen, ich hätte mich vielleicht auch eher damit zurückgehalten, bis er erstmal die ganzen anderen Wichser ausgeliefert hätte und hätte ihn dann im Nachhinein nochmal umgebracht. Ab dem Punkt, wo sie ihn ausgeliefert hat, dass er die Infos preisgibt, ab dem Punkt hast du nicht mehr die Möglichkeit, an ihn so nah ranzukommen, dass du ihn umgeben kannst. Deswegen, die Kontrolle geht verloren. Ab diesem Punkt, das war der letzte Punkt, wo sie nochmal persönlich hätte eingreifen können und kein Anreiz getan. Ich fand's bloß komisch, unsere haben irgendwie so auf Motto, sie befolgen jetzt Befehle. Und die Frage ist natürlich, wie ist das Ganze jetzt rausgekommen mit Bowman? Weil es hätte ja auch ein anderes sein können, theoretisch, aber sie hat sich wahrscheinlich dann gestellt, nehme ich mal an. Die hat sich ergeben, dem Team, und da kannst du nichts machen da. Ja. Die vier sind verpflichtet dazu. Die arbeiten ja noch nicht mal fürs CIA, sondern das sind ja, ist ja nochmal eine komplett eigene Truppe. Und ja, die machen weiterhin ihren Job. Die Bowman hat's gemacht, sie ergibt sich. Das heißt, die müssen nicht den Kopf hinhalten, sondern Bowman macht das ja für die und demnach können die ihren Job weiter ausführen. Ja. Aber tatsächlich ist es so, hätte sie es nicht getan, wäre aus ihm wirklich ein Diktator geworden und dann hättest du eine Armee gebraucht. So ist das. Wobei, ja, so viele Leute, wie wir als Team platt gemacht haben, hätten wir ihn auch als Diktator platt machen können. Ja, das stimmt. Easy. Respawn sei Dank. Ja. Ja, die Frage ist, kommen wir danach eigentlich in das Spiel zurück? Ja, ich tue gerade hier den Abspann beschleunigen. Ich will nämlich nicht komplett überspringen, weil vielleicht kommt da noch irgendwas Geiles. Ja, ich lasse es jetzt mal für die Zuschauer so ein bisschen laufen. Ich habe mal ausprobiert, wie das mit dem Beschleunigen ist. Die Zuschauer haben dann auch noch was zu sehen. Ja. Es ist jetzt kein so geiler Abspann wie bei Portal. Das ist klar. Ja, also Portal, der erste Teil, der Abspann, den habe ich so gefeiert. Der zweite war aber auch nicht ohne. Ja, also ich muss sagen, ich hatte dabei ein Kloß im Hals, als ich den am Schluss, den zwei, wo er... Ja, der ist auch toll, aber weißt du, ich habe das Spiel beim zweiten, habe ich noch nicht durchgespielt. Ich habe es nur mal durchgesehen. Und ich müsste mich mal dran setzen und es durchspielen. Ganz ehrlich, die Koop-Mission, die hat auch nochmal eine eigene Geschichte erzählt. Ja. Und da der Abspann... Der ist voll geil. Top. Ich will den jetzt nicht spoilern, weil der gute Yannick, der hat den ja noch vor sich. Ja. Mhm. Sobald er einen Kumpel hat, mit dem er den Multiplayer machen kann. Doof, grinsend, ein Kamerawink, wenn eine Kamera da wäre, egal. ja, also es war schon... Pur. Also ich muss sagen, das Spiel... Also so an sich, das... Wäre für mich jetzt kein Vollpreis wert gewesen. Gebe ich offen zu, ich... Hab's mir über eine Key-Seite geholt für 20 Euro. Das ist es. Ghost Recon oder Portal? Das hier, Ghost Recon. Ah, okay. Also ich muss auch sagen, ich bin nie ein großer Ghost Recon-Fan gewesen. Und das hat mir ja auch einfach ein paar doofe Bugs. Die Geschichte, die war jetzt mehr so, nee. Es ist eigentlich wirklich nur, du hast wieder dein Team, rennst durch die Gegend und ballerst alles überhaufen und Story wird nebenbei erzählt. Keiner der Leute hat jetzt wirklich einen Story-Einfluss gehabt. Du machst immer das Gleiche, das ist schade. Ich muss sagen, als in Anführungszeichen ehrlicher Käufer oder einfach überzogener, hab
zusammen mit Phil das Spiel vorbestellt gehabt, die Gold-Edition, und muss auch im Nachhinein sagen, den Preis, den die Gold-Edition hatte, finde ich, war es nicht wert. Ja. Weil, also ich hatte vorher mit Ghost Recon und so, hatte ich gar nichts zu tun. Und es kam dann eigentlich erst auf der Gamescom, haben wir uns das Spiel angeschaut. Und da haben die diese Koop-Mission gemacht, wie sie in das Lager rein sind und so weiter. Und das sah richtig cool aus. Und ich, weil ich das Spiel vorher nicht kannte, ich war ziemlich geflasht von den ganzen Sachen, die sie da angeboten haben. Aber dann siehst du halt, wie ist es in der Praxis, wenn du mit Leuten rumläufst. Ja, du stiftest ein bisschen Chaos, machst viel Scheiße und so. So ein bisschen GTA-Style-mäßig bloß. Ja, GTA hat halt eine ganz andere Erwartungshaltung und einen ganz anderen Flair. Und auch von der Atmosphäre ist GTA einfach ganz anders. Und deswegen finde ich halt bei Ghost Recon dieses offene, ich weiß nicht, ob es ein Fluch oder ein Segen ist, aber die Story ist nicht so, dass sie dich jetzt so stark einbindet oder dass du jetzt einen fundamentalen Einfluss auf die Story hast. Also es ist einfach, du folgst dieser Story, wenn du schaffst. Aber es ist jetzt auch nicht das erzählerischste Meisterwerk, das die Spieleindustrie je gesehen hat. Da muss ich sagen, GTA 5 jetzt von der, auch 4 schon, also ne, die GTA 4, nehmen wir jetzt auch mal, das ist ja schon älter, GTA 5 ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. Mhm. Aber dass die Story so filmreif erzählt, da bist du auch als Spieler so gefesselt, dass du unbedingt die nächste Mission machen möchtest. Hier denkst du dir, ach, guck mal, da ist ein Punkt, oh, da ist eine Waffenkiste, oh, guck mal, da kriege ich noch eine Waffe und schon bist du weg. Und das bei einem Spiel, wo es heißt, ja, das ist eigentlich ein bisschen, ist genau das gleiche Problem wie bei Skyrim. Bei Skyrim ist es ein RPG. Ein RPG sagt sofort, das ist dafür da, dass du dir eher sagst, ach, scheiß auf Story, ich erkunde eher die Gegend. Deswegen bin ich wahrscheinlich kein RPG-Spieler. Weil es gibt ja wirklich Spiele, die sind darauf ausgelegt, dass du so eine offene Welt hast und du rennst da rein und dann ist es einfach so. Du sollst dieser Story nicht unbedingt zu 100% Kern folgen, sondern da ist nochmal eine Nebenmission, die du machen kannst und so weiter. So, das und du sollst fertig. Eher in die Spielewelt eintauchen. Und ich weiß nicht, was ich von sowas halten soll. Weil ich bin schon eher storybezogen. Deswegen gefallen mir Spiele wie Life is Strange einfach so gut. Ja, also da bleibt dir ja nichts anderes übrig, als der Story zu folgen. Ich bin riesiger offene Welt-Erkundungs-Fan, wo ich auch sagen muss, die alten Legend of Zelda-Teile sind ja alle durchgebannt durch tatsächlich linear aufgebaut, auch wenn sie einem immer die offene Welt vorgaukeln. Vorgaukeln, ja. Aber das ist eigentlich sehr linear auch gemacht. Und der neue Teil, Breath of the Wild, ist wirklich Open World und die sagen auch, das ist das erste Zelda mit Open World. Mhm. Und dann ist mir das Story ganz geschickt gemacht. Das heißt, Link, du sollst deine Erfahrung sammeln, damit du stark genug bist, ihn platt zu machen. Du kannst direkt am Anfang sagen, jo, ich renne zum Endboss und versuch ihn. Du kannst aber auch sagen, ich erkunde wirklich erstmal die Gegend. Also wenn das Spiel haben die das von der Story her schon direkt perfekt gelöst. Bei Skyrim ist es so, da tauchen Drachen auf und du sollst Alduin besiegen irgendwann, weil du bist der Drachengeborene. Supi, das heißt, die komplette Story bezieht sich darauf, dass du rausfindest, wer bist du eigentlich. Und damit darfst du auch wieder erkunden. Also das viele mag RPGs ich auch nicht so. Wir bauen die Story auch so auf, dass du wirklich sagen kannst, yo, ich rush die Story durch oder ich erkunde. Mhm. Wobei, bei Skyrim ist es so, wenn du rush, was ich tatsächlich mal gemacht habe, dann bist du vom Equipment her so scheiße schwach, dass du ab irgendeinem Punkt nicht weiterkommst. Mhm. Ab dem Punkt Sacred musst du dann geladen früher und ja, es war kacke. Und, aber das ist halt hier, das war nee. Vielleicht sind die DLCs besser. Man weiß ja nicht. Bin ich auch gespannt drauf. Nee, weil du bei Skyrim warst noch. Wo warst du davor? Bei welchem Spiel? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ich wollte da unbedingt noch einhaken. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Also, wenn ein Spiel. Ach ja, genau, bei Legend of Zelda. Wenn dir das Spiel von Anfang an kommuniziert, du musst Erfahrungen sammeln und schmeißt es in die Spielwelt, ist es ja nochmal was anderes. Also wenn du eigentlich so eine Storyline folgen sollst, die Rebellenunterstützung von den Rebellen, hörst du gar nichts mehr. Ja. Dann rennst du eigentlich nur noch vor Bowman rum. Ja, das war hier echt toll. Es hieß so, die Rebellen sind deine tatkräftigen Kameraden. Supi, wenn du das Rebellenmenü nicht einmal aufrufst, echt, was haben die Rebellen für mich gemacht? Die haben mir meine Fahrzeuge geliefert. Fertig. Voll die Chauffeure. Ja. Mal ehrlich, ich hab die genutzt, damit die mir meine Fahrzeuge bringen. Das war's, weil alle anderen. Ich habe privat tatsächlich auch mal ein Spiel mal versucht, hier was bringt, die mir die Verstärkung.
toll, dann kommen da 5 Leute vorbei, die werden auch schnell über den Haufen geschossen und das war's. Ja. Danke, Spiel, das sind genau die unterstützenden Leute, die ich brauche. Dann muss ich sagen, ich weiß nicht, hast du Assassin's Creed Syndicate oder spielst du das? Nein. Okay, ich erzähl's mal so, wie ich das jetzt bisher empfunden habe. Assassin's Creed ist ja eigentlich auch eher story-versiert. Bei Syndicate hast du aber auch einige Nebenakteure und da hast du mehrere Missionen gleichzeitig. Und du bist halt in dieser viktorianischen Zeit und ich finde, da ist es relativ gut gelöst, weil du halt da auch, wie soll ich sagen, du folgst halt der Story, aber hast auch diese größeren Nebenmissionen, sage ich jetzt mal, denen du nebenzu auch noch folgst. Und erfährst dann noch so ein bisschen Hintergrundstory. Zum Beispiel triffst du Charles Darwin. Ja. In Syndicate. Und Karl Marx. Stimmt, den auch noch. Ah. Und ich muss sagen, ich finde das, wie es Assassin's Creed Syndicate macht, finde ich gut. Ich meine, in Ubisofts Reihen gibt es durchaus Leute, die das drauf haben, meiner Meinung nach. Ja, Ubisoft Montreal kann eh geile Storys machen. Ja, und ich spiele das Spiel auch gerne. Das muss ich auch sagen. So, ich bin jetzt bei GNS, was auch immer GNS ist. Also als Glücklichmacher, wenn du durch bist, dann landest du vor dem Mausoleum. Toll. Ja. Sterbe ich dann da auch? Nein, ich bin hier... Das lässt sich ändern. Wir könnten dich natürlich über den Haufen schießen, aber keine Sorge, es geht dann einfach normal weiter. Ach so. Okay. Man kann sogar die Rebellensachen wieder nutzen. Ah, sind sie doch nicht mehr unsere Feinde. So, jetzt kommt Uplay PC. Wie lange dauert denn der Abspann noch? Lange. Ich habe ein paar Mal vorgespult. Ich habe die ganze Zeit auf Vorspulen gehalten. Gut, dann wird es jetzt etwas schneller gehen. Ja, also wir haben jetzt eigentlich groß alles erzählt, was man da erzählen kann. Wir hoffen, dass die DLCs besser sind. Es gibt noch eine Mission. Fall. Eine Mission, zwar SVN Svenius Vorschlag. Die könnten wir uns auch noch antun und dann den ganzen durchskippen. Aber danach gehen wir auf jeden Fall auf den Berg, ne? Ja. Da porten wir uns dann von mir aus auch gerne hin. Ich wusste gar nicht, dass der Abspann so lange ist. Ich weiß nicht, GTA San Andreas, der Abspann kam mir auch sehr lange schon vor. Aber der hier übertoppt es ja nochmal. Die fliegen da gleich mit dem Heli hin, ich hab schon mal kommen lassen. Okay, gut. Bei GTA San Andreas war es wenigstens noch so, da haben sie Hintergrundszenen und so gezeigt. Da war noch was zu sehen. Hier da gab es auch Musik. Ja, hier gibt es auch Musik. Boah, ich weiß ja noch irgendwie bei GTA Vice City, dass so irgendwie erst ein Pain, wie lange das gedauert hat, da habe ich sogar während dem Endbildschirm den Cheatcode fürs Zeitvorspulen angewendet. Einfach nur mal und das 7-mal hintereinander, also nochmal so auf 32-fache Geschwindigkeit beim Abspann. Es hat trotzdem noch eine Ewigkeit gedauert. Das war so geil. Oh, wir kommen zu den Danksagungen. Das heißt, so lange kann es gar nicht mehr dauern. 2-mal kommen Danksagungen. Special Thanks. Also tatsächlich ist es bei mir so. Legal Notes. Längst Abspann, den ich je gesehen habe, da war wirklich bei Banner Saga wegen den ganzen Kickstarter-Leute. Aber da habe ich beim Abspann auch die ersten 5 Minuten lang nichts sagen können, weil einfach das Ende so fucking episch war. Du spielst tatsächlich das Spiel mit deinem Trupp, der immer für dich da ist und ja, dann musst du am Ende entscheiden, wer von den beiden schießt denn jetzt den wichtigen Pfeil. Ja.